bringen, sie zu Knechten. Sie alle zu finden. Ins Dunkel zu treiben. Und ewig zu binden. Die Herr-der-Ringe-Trilogie gehört zu den bekanntesten Romanen des 20. Jahrhunderts. Jetzt ist die Kultsaga in einem Mammutprojekt verfilmt worden. Alle drei Episoden wurden von Regisseur Peter Jackson gleichzeitig umgesetzt. Niemand zuvor hat drei große Filme zur selben Zeit gedreht. Und das Interessanteste, das ich in den letzten 14 Monaten herausgefunden habe, ist, warum es bisher niemand getan hat. Jetzt weiß ich's und ich würde es nie wieder tun. Es ist eine unglaubliche Erfahrung. Jedes Mal, wenn ich einen Film mache, habe ich das Gefühl, etwas Neues dazugelernt zu haben. Diesen Dezember wird die außergewöhnlichste Geschichte, die jemals erzählt wurde, zum Leben erwachen. Ich muss sagen, dass ich mich schon total darauf freue, den Film herauszubringen und den Leuten zu zeigen, denn wir haben sehr lange daran gearbeitet. Allein die Drehvorbereitungen haben 4 bis 5 Jahre gedauert und ich werde erleichtert sein, wenn der erste Teil mit dem Titel Die Gefährten in den Kinos läuft. Das, was wir getan haben, ist das Ergebnis aus der Arbeit tausender Leute und diese Arbeit wird erst dann real, wenn das Publikum den Film sieht. Ich freue mich also auf den Tag, wenn wir unsere harte Arbeit an dem Film mit anderen Menschen teilen können. Involving thousands of people, and it never really becomes real until that work can be shared and people can actually see the results of it. It never becomes tangible. So I am looking forward to the day when everybody's hard work on these films actually becomes something that can be shared with other people. Die neue Herr-der-Ringe-Website, die ab Januar zu sehen sein wird, ist total aufregend und spannend. Wir haben jede Menge Making-of-Material auf die Seite gestellt, sowie viele interessante Interviews. Und bis zum Filmstart Ende des Jahres werden wir diese Seiten permanent aktualisieren. Hoffentlich bekommen die Leute so einen kleinen Einblick in die Welt, in der wir die letzten 2 Jahre gelebt haben. Selbst die kleinste Person kann den Lauf der Zukunft ändern. Die Dreharbeiten zur Herr-der-Ringe-Trilogie wurde kurz vor Weihnachten abgeschlossen. Genau ein Jahr später, also am 20. Dezember diesen Jahres, kommt Teil 1, Die Gefährten, in unsere Kinos. Teil 2 und 3 folgen in den nächsten beiden Jahren. So, die lieben Stars, die sind jetzt alle schon im Kino, von Chris O'Donnell bis über Robin Tunney, der Regisseur, und alle anderen, die wir jetzt gerade...